Ja, dann seid ganz herzlich gegrüßt zu Märkte und Trends. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser Thema des Tages heute ist der Bitcoin. Wir kümmern uns heute mal um die Kryptowährung, weil sie erneut ein neues Hoch ausgebildet hat, zumindest auf Sicht der letzten 2 Jahre. Es stellt sich die Frage, wo sind jetzt die nächsten Kursziele, besonders kurzfristig. Wir blicken dann auch nochmal dazu auf einen laufenden Trade, das ist die Coinbase, also die Kryptobörse, und kümmern uns dann später auch nochmal um den DAX, der ja nicht wirklich über die 17.000 Punkte ist, drüber hinaus geschafft hat. Und dazu begrüße ich hier Samir an der Stelle. Grüß dich, Samir, auf jeden Fall. Grüß dich, David. Lass uns mal mit dem Bitcoin anfangen. Du, der ja auch, und das ist schon ein bisschen länger her, gerade beim Bitcoin bei etwa 17.000 Punkten, nicht Punkten, sondern Dollar logischerweise, lagen wir in der Situation, und jetzt stellt sich die Frage, was hat dich damals eigentlich, das ist die erste Frage, so zuversichtlich gemacht, dass wir hier tatsächlich so eine neue Rallye sehen? Gut, beim Bitcoin, da muss man erstmal unterscheiden, ist man Bitcoin-Befürworter, ja, also, oder Bitcoin, ich sag mal Skeptiker. Ich gehöre tatsächlich wirklich zu den starken Bitcoin-Befürworter, finde das Thema auf jeden Fall recht spannend, mit enorm viel Potenzial für die Zukunft, wenn man das Thema für sich zumindest mal entdeckt hat und einfach tiefgründiger in dieser Thematik sich mal reinarbeitet, dann wird man feststellen, dass der Bitcoin tatsächlich enorm viel Potenzial hat. Und damals bei 17.000 Dollar gab es einfach sehr viele Beweggründe, zumindest mal auf diesem Niveau, wenn man bisher noch keine Bitcoins hatte oder man hat zwischendrin mal starke Gewinne realisiert, spätestens also ein Jahr vor dem Halving, das sind so statistische Auswertungen, wo die Tiefpunkte meistens gesetzt werden und dann richtungsweisend zu dem Halving, was ja jetzt im April diesen Jahres soweit stattfinden wird, dann der Bitcoin-Preis tatsächlich ein bisschen stärker anzieht. Und wir sehen jetzt gerade heute, das ist ja schon wirklich absoluter Wahnsinn, 51.500 US-Dollar. Und wir sind jetzt auf dem besten Weg, zumindest hier auch ein neues Zwei-Jahres-Hoch zu machen. Das große Event, das Halving, steht noch unmittelbar bevor. Wir haben es ja auch immer wieder näher erläutert, dass also die Bitcoin-Rewards an die Miner, also die Belohnung für die geleistete Arbeit, praktisch die Bitcoins halbiert werden. Mhm. Also das Angebot wird auf jeden Fall knapper werden. Wir haben im Moment einfach eine höhere Nachfrage oder enorm hohe Nachfrage durch die Zulassungsanträge, die ja freigegeben worden sind, genehmigt worden sind. Bitcoin wird immer mehr und mehr adaptiert in Fonds. China-ETF-Zulassung wird auch noch ein ganz großes Thema sein. Und von daher, ja, war ich da einfach recht optimistisch gewesen. Das war so ein bisschen meine persönliche Einschätzung des Marktes. Wir sind auf dem besten Weg, haben jetzt heute nachhaltig die 50.000 Dollar geknackt, 51.500, und das kann jetzt relativ schnell Richtung 57.000 Dollar gehen. Und genau das wäre die Frage, was denkst du da, was ist da für ein, ich sag mal, ein Zeithorizont, an dem dieses oder zu dem dieses Kursziel erreicht werden kann, und vor allem, was ist noch darüber hinaus möglich, deiner Meinung nach? Ist wirklich sehr, sehr schwierig, ja. Also ich bin ja tatsächlich jetzt kein großer Freund von Kurszielen, aber wenn ich schon ein Kursziel dann irgendwo für mich realistisch benenne, da bleibe ich erstmal konservativ, und die Betonung liegt tatsächlich bei konservativ, so knapp 57.000 Dollar, aber die auch ja von meiner Seite aus fundamental mehrfach auch schon begründet worden ist. Wir haben noch einmal, was jetzt die Kapitalzuflüsse betreffen, nur das, ich sag mal, jetzt jüngste Event durch den Bitcoin Trust von Grayscale, wo es Kapitalabflüsse gab. Es gab eine Sperrfrist von 30 Tagen. Diese Sperrfrist ist am Montag soweit beendet worden. Das heißt also, diese Liquidität knapp von 6 Milliarden kann jetzt in den nächsten 30 Tagen, weil jeder einzelne Tag ist ja praktisch eine 30-tägige Sperrfrist, und damit könnte wieder diese Liquidität stärker in den Bitcoin-ETF von Grayscale aufgrund der niedrigen Kostenstruktur stärker zufließen. Wir sehen aber auch inzwischen, dass die ETFs von ARK Invest und BlackRock sehr erfolgreich, auch von Fidelity, sehr erfolgreich praktisch angenommen wurde und auch entsprechend sehr stark mit Liquidität befüllt wird. Und das sind so Anlässe, wo ich sage ganz klar, okay, das ist ja immer noch von der Adaption her wirklich sehr gering. Also wir reden hier tatsächlich von der gesamten, ich sag mal, von der gesamten Marktkapitalisierung und auch der möglichen Adaption irgendwo knapp bei 1%, 2%. Das ist wirklich sehr niedrig, und das Potenzial ist enorm. Und es wird alle 4 Jahre recht spannend sein,
durch die Knappheit von Bitcoin. Es gibt nun mal in diesem festgelegten Code 21 Millionen bis zum Jahr 2140. Es sind bereits knapp 19,5 Millionen Bitcoins geschifft worden. Mhm. Und wir haben jetzt nur noch in Klammern 1,5 Millionen bis zum Jahr 2140. Und jeder Bitcoin-Bulle, Befürworter, hat letztendlich seine Bitcoins, dazu gehöre ich auch, nicht irgendwo, dass ich damit extrem stark handle. Nein, ich bin tatsächlich ein Bitcoin-Holder, also habe die Bitcoins gehodelt. Die liegen bei mir auf der, also auf der Hard-Wallet, meine Private Keys, und möchte ich nach Bedarf auch nicht so schnell verkaufen, auch nicht Ziele über 100.000 US-Dollar. Das wäre immer für mich noch ein sehr niedriges Niveau. Okay, also ich glaube, da werden sich viele Krypto-Jünger freuen über diese Aussagen. Wir hatten ja jetzt, ich sage jetzt mal, einen Trade nicht unbedingt direkt auf den Bitcoin umgesetzt, außer du natürlich, ich sage jetzt mal hier als Händler bei uns auf dem Trading Floor für dich selber, sondern ihr habt euch in unserem Teamdepot dazu entschieden, damals die Coinbase aufzunehmen. Wir hatten sie auch gestern als Thema, also für diejenigen, die jetzt erneut dabei sind, die das gestern gesehen haben, hatten wir das Coinbase-Zertifikat auch nochmal besprochen gehabt und heute auch erneut wieder mit diesem neuen Hoch, also zumindest dem Bewegungshoch im Bitcoin, hat auch die Coinbase wieder hinzugewinnen können. Und jetzt einfach wirklich nochmal die Frage, wie steht das Zertifikat aktuell da und was macht euch da auch so zuversichtlich, gerade wenn man das so ein bisschen in eine Korrelation setzt? Und das ist ja immer die Frage, ne? Steigt eine Coinbase immer statistisch irgendwie mit dem Bitcoin? Muss sie das wirklich, was sagt ihr dazu? Genau, wir schauen uns am besten mal das Zertifikat an. Das wird jetzt auch gerade hier soweit mit eingeblendet. Ich müsste mir jetzt nochmal genau die, schauen wir ganz kurz, da ist es, die Wertpapierkennnummer Mata Emil 3EFM. Wir haben das gestern ja auch schon bereits eingeblendet. Da war das Zertifikat mit 67% im Plus, mit einem kleinen Hebel von 2,7. Gestern gab es sogar tatsächlich einen kurzen Abschlag. Man hätte auch sogar noch teilweise günstiger reinkommen können. Wir werden uns auch nicht so schnell von der Coinbase trennen. Das Zertifikat liegt knapp mit 76% im Plus. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal auch im Chart an. So sieht das Ganze nämlich aus. Wir sind ja auch mehrfach darauf eingegangen. Für diejenigen, die sagen, okay, Bitcoin ist jetzt gar nicht so einfach zu kaufen, wie kann ich aber trotzdem daran partizipieren, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Zum einen auch direkt über Aktien, also gelistete Aktien, die an der New Yorker Stock Exchange sind, beispielsweise eine Coinbase oder auch eine MicroStrategy, die praktisch den Bitcoin-Kurs nahezu 1:1 widerspiegelt. Aufgrund dessen, weil die digitalen Vermögenswerte in der Zwischenzeit, glaube ich, 70-80% ausmachen. Das heißt also, wenn der Bitcoin-Preis stärker anzieht, dann wird sich das auch im Aktienkurs bemerkbar machen. Und bei Coinbase ist es genau das Gleiche. Allerdings ist Coinbase der zweitgrößte, ich sag mal, Bitcoin-Halter, was die Wallet betrifft. Da sind wir knapp bei 1 Million Bitcoins. Ich glaube, Coinbase selbst hält roundabout, glaube ich, 10.500 Bitcoins. Und das wird sich aber entsprechend auch hier daran wieder bemerkbar machen. Natürlich verdienen sie auch an der ganzen Gebührenstruktur. Von daher ist Coinbase auf jeden Fall weiterhin sehr interessant. Wir kriegen zusätzlich morgen, also am 15. noch die Zahlen. Das dürfte recht spannend sein. Ich bleibe da optimistisch, dass wir durchaus gute Chancen haben, auch bei der Coinbase, wie wir es auch gesagt haben, so Richtung 170, 180 US-Dollar zurückzulaufen, dann wäre das tatsächlich das Zertifikat, was wir haben, womit wir kalkulieren, also weit über 100%. Und dann muss man irgendwann mal sagen, okay, ist es jetzt auch mal gut, jetzt Geld verdient worden, wir realisieren den Gewinn, was aber nicht heißt, dass wir durchaus das Potenzial besitzen, praktisch die Jahreshochs von knapp von 190 Dollar noch ansteuern können. Aber das werden wir mit Sicherheit heute Mittag auch nochmal ausführlich besprechen. Genau, und an der Stelle dann die Einladung eben an euch, liebe Zuschauer, schaltet gerne um 14.15 Uhr hier bei uns bei Heavy Traders Live ein. Das könnt ihr einmal per Web oder eben auch App machen. Dann seid ihr hier mit uns dabei, wo wir einfach nochmal ins Detail gehen. Wir schauen auch nochmal auf andere Depotpositionen. Gestern wurde zum Beispiel auch der Nasdaq Short umgesetzt. Unsere Mitglieder hier wissen natürlich Bescheid. Also wenn ihr euch dafür interessiert, gerade auch für den kurzfristigen Ansatz, seid ihr hier herzlich willkommen. Es gibt aber nicht nur den Nasdaq, sondern auch noch die Coinbase, die wir dann eben später auch nochmal aufnehmen, so wie du es gerade gesagt hast. Lass uns dann mal zum DAX kommen, Samir. Na, das war ja auch gestern mal ganz kurz ein Thema. Wir hatten darüber gesprochen. Der DAX hat sich ein bisschen schwer getan, um die 17.000-Punkte-Marke rum. Jetzt ist er leicht abgesagt. Wir reden jetzt hier erstmal von 100, knapp 200 Punkte in der Spitze. Wir waren so knapp unter den 16.800, soweit ich weiß.
Jetzt muss man nicht gleich in Panik verfallen, gerade wenn man mittel- bis Langfristanleger ist. Für uns, für den kurzfristigen Bereich, ja, natürlich jetzt schon, kann man sagen, die 17.000-Punkte-Marke ist eine wohl gewisse Hürde, ja, für, ja, den ein oder anderen Marktteilnehmer, wo man vielleicht, ich sag mal, mit einem kurzen Short-Ansatz an die Sache rangehen kann. Wie siehst du diese Sache und wie ist sowas vor allem umzusetzen? Genau, wir hatten ja darüber gesprochen, dass, also man muss erstmal einen Short definieren. Also wenn wir einen Short haben, dann heißt es nicht, dass wir bärisch sind, sondern die Überlegung ist, dadurch, dass wir auch große oder beziehungsweise einen Großteil unserer Position, die wir bei uns im Teamdepot drin haben, auf der Long-Seite gewichtet sind, und zwar zu 100%, in der Hinsicht, dass wir nur Longs haben, genau, ist es ja auch nie verkehrt zu sagen, okay, ist es vielleicht der Zeitpunkt, mal zu überlegen, eine Absicherung mit reinzunehmen. Dazu haben wir gestern bei der Nasdaq 100 soweit auch nochmal ja eine Überlegung gehabt und ich hatte ja auch mit zusätzlich erwähnt, ich glaube, das war gestern und auch verstärkt die letzten Tage, wo ich sagte, passt lieber auf bei 17.000, das könnte tatsächlich nochmal so ein bisschen wegdrücken. Ist jetzt nicht, ich sag mal, der Rede wert, über 200 Punkte zu diskutieren, aber das, mhm, kann auch durchaus sein, dass wir noch nicht zu Ende sind und wir es immer noch nicht schaffen, über die 17.000 Punkte reinzugehen. Und dann ist man aber auch relativ froh, dass man mit seinen Long-Positionen, die man drin hat, die ja auch irgendwo, ich sag mal, diese Durchstrecke mitmachen müssen, eventuell auch mal einen Short drin hat. Und dieser DAX-Put, den wir möglicherweise vielleicht reinnehmen, das werden wir dann heute um 14.15 Uhr ausführlich besprechen, der dann auch wenigstens daran partizipiert, in dieser Durchstrecke mal ein bisschen Gewinn mitzunehmen. Wir bleiben noch einmal, das ist ganz wichtig, super bullisch für das Jahr 2024. Wir haben Präsidentschaftswahlen. Wir haben zwar die Inflationsdaten gestern bekommen, das sehe ich eigentlich auch auf zwei Seiten der Medaille, dazu haben wir aber jetzt nicht die Zeit. Ich würde das gerne nochmal ausführlich um 14.15 Uhr besprechen. Ich sehe das gar nicht so kritisch, dass die Inflation so ein bisschen leicht angefacht ist, weil ich glaube auch, dass wenn die ersten Zinssenkungen unmittelbar kommen sollten, also tatsächlich umgesetzt werden, dass das halt den Markt auch tatsächlich etwas kräftiger nach unten wegbrechen lässt. Das haben wir in den Statistiken. Warum? Weil ja dieser Impuls dann gegeben wird, okay, irgendetwas müssen wir jetzt tun, wir müssen die Zinsen senken. Also die Notenbank muss reagieren, das ist immer kritisch und negativ zu bewerten. Und wenn wir die Zinsen erstmal noch beibehalten, werden sich die Märkte wahrscheinlich auch bis dahin erstmal weiterhin stabil halten. Also das, wir nehmen dich da mal bei Wort, wir kümmern uns später dann auch nochmal, ja, um den DAX und wirklich eine mögliche Short-Position. Ja. Was man ja auch immer ganz klar so dazu sagen muss, ist, na, wie du es auch schon erwähnt hast, also wir sind definitiv long eingestellt. Mit dem richtigen Risikomanagement kann man sogar mit 100 Punkten, 200 Punkten im DAX wirklich einiges tun, ja, gerade mit Hebelprodukten und darüber wollen wir später auch mal reden. Ich glaube, gerade für diejenigen, die damit noch nicht in Berührung gekommen sind, schaltet hier gerne mal ein. Ja, ich glaube, Märkte sind eben keine Einbahnstraße, sie gehen nicht immer nur nach oben, was ja auch nicht verkehrt ist. Ein Markt muss manchmal ein bisschen Luft holen, um neu auszuholen, sage ich jetzt mal. Also ja, ohne Bewegungstiefs oder mal stärkere Rücksetzer keine neuen Hochs. Das ist ein Naturgesetz an der Börse. Wenn es irgendwann stagniert, muss es einfach kurz mal wegbrechen, um wirklich Luft und Liquidität zu holen, um neue Hochs auszudehnen. So absolut. Ist es. Und darüber werden wir später sprechen. Deswegen schaltet ein. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, um 14.15 Uhr. Seid hier sehr gerne dabei. Es kann natürlich die Situation vorkommen, dass ihr jetzt vielleicht dieses Video nach 14.15 Uhr seht. Ist auch kein Problem, wenn ihr bei uns registriert seid unter heavytraders.live. Dann habt ihr den Einblick in die Mediathek, könnt das Video, was wir dann eben hier mit aufnehmen, euch dann auch nochmal im Nachgang anschauen. Von daher seid ihr herzlich eingeladen und hoffentlich bis später. Macht's gut.